Wollen Sie etwa etwas sagen, General? Gewiss, ich weiß, dass Sie weder lesen noch schreiben können. Aber man hat mir erzählt, dass Sie nicht immer so sprachlos sind, wie Sie im Moment aussehen. Ja, ich weiß, Banjo, Sie sind der einzige zweibeinige Bär, der sprechen kann. Aber sehen Sie sich mal an. Öffnen Sie die listigen Äuglein und was sehen Sie? Einen dummen, dicken, hässlichen Arsch, der morgen in Mexico City sein Leben aushaucht. Ich fürchte, sie holen uns ein. Fein. Sie mögen uns einholen. Wobei ich bemerken darf, dass wir längst zu Hause sind, wenn sie uns eingeholt haben. Wir. Los, schieß ihn in Stücke! Was haben sie denn mit dir gemacht? Warst du beim Friseur? Steht dir gut? Wenn du weiter so einen Scheiß redest, schneide ich dir die Eier ab. Das kann furchtbar wehtun. Wo ist Goyo? Sag mir sofort, wie ich aussehe. Sehe ich aus wie ein skalpiertes Quor? Ich weiß, dass du das nicht siehst. Aber ich finde, ich sehe bedeutend aus. Wesentlich intelligenter. Wie ein Professor. Du hast recht, Pancho. Es verändert dich kaum. Ja, findest du? Es gibt hier sogar etwas zart Aristokratisches. Kein Haar, mehr Kopf. Die Frauen Mexikos werden sich um mich reißen. Das werden sie, wenn du deinen Hut aufbehältst. Ja, tenemos algo para la revolución. Munitionsvorräte sind am Ende, also brauchen wir Geld. Frag mal die da. Ach, du Rango! Mein Gott, haben wir denen den Arsch versohlt. Das werden sie nie vergessen! Das war vor zwei Jahren, Pancho. Nein. Oh, was habt ihr denn? Mögt ihr meine Bilder nicht? Doch, aber wir haben sie doch schon 30 Mal gesehen. Fein, dann werdet ihr sie noch 30 Mal ansehen. Hm? Sehr wohl. Ach, dieser Goyo.
Aber du warst sicher, dass du ihn fertig machen würdest, hm? Es kommt der Tag. Da werde ich das Schwein schlachten. Ah, sieh mal, das bin ich. Das war in Mexico City, als ich im Palast hauste. Stell dir vor, mein habe ich Präsident geworden. Das Geld, Pancho. Wann bekommen wir das Geld? Na bitte, wir haben es doch erst 33 Mal gesehen. Wo wollt ihr hin? Herr Gringo hat eine Verabredung mit Pancho Villa. Na und, dann muss er eben warten. Sag Villa, dass ich keine Lust habe zu warten. Ich bin Waffenhändler, sag ihm das. Und zwar sofort. Geh schon rein. Ah, setz dich. Hast du die Gewehre? Haben Sie das Geld? Ja, ja, ja. Du wirst dein Geld kriegen. Dann kriegen Sie die Kanonen. Nein, danke. Komm mit. Schluss jetzt. Mach Platz. Erzähl ihnen, was du zu verscherbeln hast. Hm? ...300 Lee-Enfield-Gewehre, 6 leichte Maschinengewehre... Nein, 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 du musst ihnen sagen, was es kostet. $30,000. In bar. $30,000 in bar. Wir wollen keine Geschenke von Ihnen, meine Herren. Wir wollen das Geld leihen. Und Sie erhalten dafür eine Garantie. Garantie? Von wem? Von der Revolution. Und das bin ich. Gibt es Sicherheiten? Was meint er damit? Na, Banksicherheiten, Häuser. Ah, ich verstehe. Ja, ja. Ja, gut. Ja. Oh, Scotty. Sei so freundlich und zeig ihnen meine Sicherheiten. Bitte, bedien dich, mein Freund. Vielen Dank. Ihre Männer können die Gewehre in Columbus abholen. Den finden Sie im Restaurant. Scotty. Was treibt denn dich über die Grenze, Scotty? Was geht's dich an? Lass dich von uns nicht aufhalten. Keine Angst. Klimper weiter. Setzen Sie sich, Scotty. Sie beide kennen sich doch, oder? Wir sind uns schon mal begegnet. Wo sind meine Schießeisen? Tja, ich muss... Es sieht so aus, als ob Mr. McDermott uns beiden dieselbe Ware verkauft hat. Ich habe aber im Voraus bezahlt. Ach so, ich auch. Darf ich was sagen? Machen Sie es kurz. Ich gebe zu, es gibt nur eine Ladung, okay? Ja, ich gebe es zu, ich habe sie eben an euch beide verkauft. Also werdet ihr euch den Quatsch einfach teilen. Ich werde nichts teilen. Pancho Villa wird nicht ein einziges Gewehr bekommen, solange ich in Columbus bin. Comprende, Gringo?
Comprendo, hombre. Ich fürchte, da ist nichts mehr drin. Wenn du noch ein Wasser willst, kaufe ich dir eins. Verstehst du, was er will? Wir planen, den Abend zusammen zu verbringen. Hast du was dagegen? Oh. Selbstverständlich habe ich was dagegen, weißt du. Schnuckiputzi ist meine Frau. Was würdest du machen, wenn ich mir deine Schnuckiputzi ausleihen würde? Ich würde wenigstens eine saftige Runde mit ihr rubbeln, aber dazu bist du ja zu blöd. Hm? Und du bist eine Wildsau. Ja, da muss ich beipflichten. Rülps hier nicht rum. Er ist ein wohlerzogener Mann. Meinst du mich? Warum lassen Sie sich nicht scheiden, Flo? Ich bezahle gern den Anwalt. Und wenn der abjubelt, kriege ich eine Witwenrente, die möchte ich nicht verlieren. Ich werde sie heiraten, Flo. Ich habe schon mal einen Soldaten geheiratet. Ein Seemann? Soldaten, Seemann. Ein Seemann hat mehr in der Hose. Es kommt nicht auf die Größe an. Oh, das darfst du nicht sagen, Flo. Oder hast du mich schon ganz vergessen? Das wäre das Beste. Davenport, Iowa. Mm. Chicago. Ja. Niagara-Fälle. Oh, da warst du in Form. Und du warst auch nicht schlecht. Was zum Teufel ist denn hier los? Das ist mein Abend mit Flo. Es ist spät geworden, also auf geht's. Was wollen Sie? Ein bisschen Futter für meine Kanone. Bleiben Sie über Nacht hier? Columbus Hotel, zweiter Stock, Zimmer 4. Ich habe Zimmer 5. Wie nett. Aber ich bin nicht schwul. Wo sind die Gewehre? Ich habe euch ja gesagt, ihr müsst euch zuerst einigen. Im Karton sind sie billiger. Ich hab, was ich brauche. Komm rein. Es ist offen. Setz dich. Reden wollte ich eigentlich nicht mit dir. Ficken ist nicht drin. Setz dich. Du siehst nicht gerade gesund aus. Das liegt an den fremden Weibern, die taugen nicht. Was hast du mit Vija zu tun? Wir machen Geschäfte, er und ich. Was sagst du? Banditen, das seid ihr beiden. Oh, Flo, das... Doch, das seid ihr, Scotty. Warum bist du mir abgehauen? Schön, Mister. Das war Selbstverteidigung. Ich gebe Ihnen 5 Minuten, dann sind Sie verschwunden. Also, McDermott, wo sind die Gewehre? Wo ist denn Ihr Wagen? Die Wagen warten schon. Also los, Mr. McDermott.
hier muss er doch sein. Wo hat er sich bloß versteckt? Keine Ahnung. Na los, weiter so. Fluchte Scheiße. Er muss hier. Schöne Grüße von Goyo. Was ist mit dem Gold? Gold? Dafür scheint mir Pancho Villa noch viel zu lebendig. General Goyo würde es nicht in 10 Jahren schaffen, Villa zu töten. Wenn wir diese Arbeit erledigen sollen, wird's teuer. General Goyo rechnet auf euch. Wie ist es damit? Sagt General Goyo, dass Pancho Villa so gut wie tot ist. Ich bin doch kein Maulwurfhügel, in den man einfach reinstechen kann. Hey. Wer seid ihr beide denn? Ich bin der Apotheker und er arbeitet im Stall. Oh. Eigenartig. Was sagt ihr? Apotheke? Kannst du mir sagen, wo der Laden sein soll? Nirgends, du Scheusal. Oh. Hey, ihr! Und der Nächste. Die Gringos haben die ganze Hacienda abgebrannt. Ich bin eine Erbereine. Sie haben meinen Sohn getötet. Er war erst 10 Jahre alt. Oh, oh, warum? Warum spricht die bloß so schnell? Oh, Senor. Ich habe noch 13 Kinder. Juan ist 2, Pepe 3, Juanita 4, Mariano 5, Jorge 6 Jahre alt und so geht es weiter. Sie müssen mir helfen, Senor Pancho. Sie bricht mir sonst das Herz. Aber ich brauche noch mehr, Senor. Ich habe noch mehr Kinder, Senor Pancho. Dein Vater war Senator, Flores. Ja, Euer Exzellenz. Und er war Minister für Auswärtige Angelegenheiten für Goyo. General Goyo ist mein Taufpate. Ah, sehr gut. Naja. Der Nächste. Wer war dein Vater? Das weiß niemand, General.
Nicht mal meine Mutter, es war dunkel. Zeig mal deine Hände. Oh, du arbeitest hart. Ja, immer, General. Ich bin Bauer. Ein Bauer? Ja. Aber... Und sowas verrät seine Brüder. Der Nächste. Lass sie in Ruhe. Lass sie los. Sprich, mein Kind, was führt dich zu mir? Ich suche Gerechtigkeit. Aber ich... Wer konnte zu solch einem schönen Kind ungerecht sein? Ich wurde entehrt. Du meinst, einer meiner Soldaten? Ja, und dann hat er mir dabei die Ehe versprochen. Dann habe ich mir es gefallen lassen. Und zwar richtig. Sehr spannend, erzähl weiter. Er verschwand, einfach so. Er hat mich verstoßen. Und was möchtest du von mir? Peitsch ihn aus. Oh, Senorita. Wenn ich jeden meiner Männer auspeitschen wollte, weil er statt mit dem Gewehr aus der Hose schießt, wie sollte ich denn dann noch Krieg führen? Der Nächste. Dich werde ich mir vorknöpfen, damit die Revolutionsarmee nicht im Schmutz erstickt. Ein Priester her. Und die Kanonen? Du hast es erfasst. Keine Kanonen. Nicht mal deine eigene, was? Die Gringos haben dich übers Ohr gehauen, hä? Und sie haben meine Leute umgelegt. Ich wüsste auch was Besseres, als mit den Gringos Geschäfte zu machen. Was liegt denen im Blut? Die bescheißen alle. Die Hurensöhne. Ich glaube, mein Steigbügel rostet. Hast du eben vielleicht auch von mir gesprochen? Das muss ich mir noch überlegen. Na komm. Komm. Ja, komm, ich wollte doch nur... Na, komm schon. Adios. Hey, was ist denn das für ein Lakenwunder? Neidisch, oder? Ich sattle meinen Traktor. Alle. Erstens muss ich auf dein Geld aufpassen und zweitens auf Mr. McDermott. Beschissen ist, dass du nicht nur ein kleiner Bandit bist, sondern auch wie so einer wächst. Wie im Kino. Schmuck her, Ringe her, Uhren her, alles in der Hut. Einen besseren Lehrmeister gibt's doch gar nicht, General. Via wird dir zeigen, wie man's besser macht, Scotty. Ich werde die Grenze überschreiten und angreifen und die verfluchten Amis einfach überrollen. Erst auf dem Rückweg werde ich Columbus besuchen und McDermott vierteilen. Dein Plan ist genauso dämlich wie meiner. Das mag sein, aber in den Zeitungen macht er was her. Da ist er nicht Via, der kleine Bandit. Da wird stehen Pancho Villa. Führt Krieg. Oh, und hier soll man schlafen. Hey, Lupi! Scotty! Du verfluchter Hurenbock! Endlich habe ich dich! Also, du bist die Sau, die einen verpasst hat! Pancho, du musst ihn aufhängen! Ich will, dass er hängt! Beruhige dich! Beruhig dich! Das Schwein hat mir unter Druck gefasst und hat sich vorher die Finger nicht gewaschen! Du musst ihn bestrafen! Ich lass mich doch von so einem Gringo nicht einfach anfassen! Böser, du! Hey! Na, und wenn wir über die Grenze kommen, was wird uns da erwarten? Eine Armeegarnison befindet sich genau hier. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen Colonel Wilcox. Wieso machst du denn die Hose wegen ihm? Weil er stur ist wie ein Bulle und im Kopf nicht ganz dicht. Nein, nein, nein! Ihr seid längst alle tot, ihr Arschgeigen! Und zwar jeder von euch Krüppeln!
Und ich sage euch, ihr lernt schon noch zu kriechen. Habt ihr verstanden? Ich werde euch Beine machen. Scharfe Munition. Scharfe? Wir laden jetzt scharfe Munition. Und wenn ihr diesmal nicht aufpasst, wird euch der Arsch fehlen. Und wenn ihr eure Birne zeigt, habt ihr heute zum letzten Mal gepinkelt. Also, los, Bewegung. Und nochmal von vorn, ihr Lärmärsche. Stimmung, Freude! Eine schlecht trainierte Armee ist wie ein Hengst ohne Pimmel, Sergeant. Und ein Hengst ohne Pimmel ist wie eine Kuh ohne Euter. Haben Sie das gewusst? Nein, nein, Sir. Das werden wir denen jetzt beibringen. Wollen wir? Tiefer! Sie sind der Nächste, der da draußen rumkriecht, Sergeant. Und der Hosenscheißer kommt 30 Tage in den Bau, damit er sich beruhigt. Na los, Sergeant. Nehmen Sie das Feuer wieder auf? Ich denke, wir sollten die Nacht abwarten, bevor wir die Grenze überschreiten. Du tust so, als ob wir ein Indianerdorf überfallen wollen. Aber wir greifen die Vereinigten Staaten an, mein Freund. Wie ist es denn für dich bei Dunkelheit? Keine Bilder! Hörst du? Pancho, und ich sag dir, wir warten. Wir gehen jetzt rüber, solange es noch hell ist. Vorwärts! Moment! Ich glaube, ich spinne. Die Maschine in die falsche Richtung. Hier haben wir doch gar keinen Krieg mit denen. Was wollen die bloß hier? Nein, ich fantasiere nicht, ich schwöre. Das ist die ganze mexikanische Armee, Sergeant. Na gut, Evans. Satteln Sie einen rosa Elefanten und treiben Sie die Mexikaner zurück nach Afrika. Was spricht er? Der spinnt. Gringos! Na kommt, ergebt euch! Und wem? Ich bin Pancho Villa! Ergebt euch oder ich schneide euch die Eier ab! Was? Ich habe nachgedacht, Sarge. Evans ist ein Nichttrinker. Er ist Abstinenzler. Tatsächlich? Ja, das weiß ich. Bobrowski, ich finde, das muss der Colonel erfahren.
Achtung! Fliege in der Offiziersmesse. Sehen Sie sie, Captain? Das ist Ihre Verantwortlichkeit, Doktor. Medizinische Hygiene. Ich erledige das, Colonel. Was soll denn das? Verfluchte Suppe! Das war daneben. Fangen Sie diese verdammte Fliege, das ist ein Befehl! Da ist sie! Für Colonel Wilcox. Da ist sie. Da oben auf der Birne. Ja! Hier. Die Netze! Marsch, die Netze! Feuer! Ich glaube, der Colonel ist stinkbesoffen. Männer! Stillgestanden! Ich bin nicht taub, Lieutenant. Sie denken also, Ihr Colonel ist stinkbesoffen. Hm? Ist es das, was Sie alle denken? Ich werde Ihnen jetzt was einbläuen. Und wie üblich werde ich laut und deutlich sprechen. Eine Fliege in der Suppe ist Dreck. Und eine dreckige Armee ist eine schlappe Armee. Und eine schlappe Armee verliert Gefechte. Können Sie sich das vorstellen? Ich hoffe, dass Sie das verstehen. Dort ist der Feind. Auf ihn, Männer. Nicht bewegen, Major. Angriff! Hand den Feind, das ist ein Befehl! Miguel, wer sind die? Miguel, ich sagte, wer sind die? Es ist Pancho Villa. Sag dem Kerl, er soll aus dem Weg gehen, wir haben's eilig. So darfst du nicht reden, Clara. Ich finde die Gentlemen sehr sympathisch. So, diese Leute muss man in ihre Schranken weisen. Das neueste Modell, hä? Wen meinst du? Aus dem Weg! Vamos! Was für Mus? Denkst du, Pancho Villa ist ein verlauster Bandit? Denkst du, ich will dich fressen? Da schluck ich lieber Rizinus. Und noch eins, so. Es wäre besser, Sie reiten selbst zu Posten B. Und bringen Sie in Erfahrung, wieso diese Trottel nicht antworten. Mhm.
Hey, Soldat, wie heißt du? Popowski, Sir. Du bist der Schneider, nicht wahr? Nein, Sir. Ich hätte geschworen, du bist der Schneider. Ja, Sir. Wo willst du hin? Mein Weg führt mich zum Posten B, Sir. Die haben vor einiger Zeit angerufen. Ich erwarte von dort eine Antwort. Naja, man muss sich eben um alles selbst kümmern. Die haben es eben nicht leicht, Sir. Schreiben Sie einen Bericht darüber, Soldat. Aber zuerst gehst du rüber in mein Quartier und fragst Mrs. Wilcox nach einem Bügeleisen. Du weißt doch, was ein Bügeleisen ist, nicht wahr? Na schön, ich möchte in die Hose so scharfe Bügelfalten haben, dass der Feind sich bedroht fühlt. Wieso? Ja, Sir. Aber ich erlaube mir den Einwand, Sir, dass ich einen Anruf erhalten habe. Ich werde dir was anvertrauen, mein Freund, aber das darfst du nicht weitersagen. Das musst du mir versprechen. Hast du gewusst, dass es zweierlei Menschen gibt? Oh ja. Es gibt welche, die sich fortpflanzen sollten und solche, die es besser sein lassen sollten. Nicht wahr, Popowski? Ja, Sir. Du wirst diese Hose jetzt meiner Frau bringen. Aber versuch nicht, sie zu bügeln. Marsch! Da ist einer, der es verdammt eilig hat, Sir. Vielleicht wollen Sie mal. Hier spricht General Jenkins. General Jenkins von der Bundesarmee im Ruhestand. Hören Sie, General, wenn ein paar mexikanische Banditen Miss Claras Büstenhalter gestohlen haben, dann melden Sie das bitte dem Pfarrer. Wir sind die Armee. Die Mexikaner sind auf dem Kriegspfad. Sie haben Miss Claras neues Auto gestohlen. Bitte sagen Sie, Miss Clara, dass ich die Armee der Vereinigten Staaten nicht dazu einsetzen kann, Ihren tollen Käfer wieder einzufangen. Hören Sie zu, Sie aufgeblasenes Küken! Sie reden mit einem General. Ich werde Ihnen was sagen. Die Mexikaner sind auf dem Weg zur Viva Ranch. Und Miss Clara ist dort, Sie Hornochse. Also trimmen Sie Ihre verlauste Armee auf Hochglanz und machen Sie, dass Sie dorthin kommen. Ich will nicht gestört werden. Sind Sie fertig? Pancho Villa. Der Zug muss noch da sein. Rufen Sie die Bahnstation an und geben Sie mir Colonel Wilcox. Die Leitung ist tot. Aha. Tore schließen! Na klar, ich bin Scotty. Ich möchte euren kommandierenden Offizier sprechen. Bist du soweit, mein Alter? Soll ich losrotzen, Pancho? Ah, wart noch einen Augenblick. Ergeben? Euch, Scotty? Niemals. Hört zu, Iger. Es ist hoffnungslos. Wir sind 20-1 gegen euch. Mir scheißegal, und wenn es 100-1 steht. Ich werde nicht in die Geschichte der Armee der Vereinigten Staaten eingehen als ein Offizier, der sich hat einschüchtern lassen von ein paar Banditen. Hey, kommst du? Ich muss McDermott erwischen. Viejo. Esparoi. Sperrt das Pack ein.
Ich bin gesetzlich gefährlich. Oh, ja, ja. Weißt du, wen du vor dir hast? Das ist mir völlig wurscht, Mister. Sie haben die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Und du da hinten, habe ich dir nicht gesagt, du sollst bleiben, wo der Pfeffer wächst, Scotty? Na, da bin ich ja absolut richtig hier. Dreh dich mal um, Sheriff, und sieh, was noch alles passiert. Muchachos, niemand verlässt die Stadt. Niemand. Comprende? Vamos, vamos. Den McDermott? Nein, der ist nicht dabei. Lasst sie los, die Scheiße. Moment mal. Hey, 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 lass das. Okay, machen wir das. Bitte um Verzeihung. Das ist wohl die Höhe, dass in einem Gotteshaus so ein Radau gemacht wird. Pancho, benimm dich jetzt wie ein Mensch. Ich verstehe, du willst den Pudding allein essen. Ja. Ich hab gesagt, der Clown kriegt den Arsch voll Schnecks. Pancho, warum halten wir keinen Zug an? Das könnt ihr haben. Kommt der nächste Zug hier an? Ich glaube, es kommt einer um 3.30 Uhr. Was für ein Zug ist das? Gibt's da was zu holen? Das glaube ich kaum. Es ist ein besonderer Zug zusammengestellt in Washington für einen mexikanischen Offizier. Wie heißt er? Goyo. Ja, Goyo. Soweit ich weiß, fährt er zurück nach Mexico City. Ich werde verrückt. Goyo hält ja an.
Für wie lange? 10 Minuten, um genau zu sein. Oh, das reicht. Oh, gracias a Dios, meine Gebete wurden erhört. Nein! Mörder! Dieben! Zerstörer! Oh, Gott, lästerer Mörder! Blutgeiler Killer! Ihr habt ihn mit Gott zerstört! Das Schwein war Protestant! Hey, weißt du das? Hier kommt ein Zug vorbei, der hat Kanonen geladen. Aha. Aber wir werden ihn nicht abwarten können. Wir müssen zurück über die Grenze, Pancho, und zwar schnell. Aber wir brauchen die Kanonen. Was willst du, dass uns die Armee durch die Wüste jagt? Weißt du was, Scotty? Ich habe Hunger. Der Sohn Lampard muss doch wissen, wo es was Gutes zu essen gibt. Was, Pancho? Und der Teufel soll dich holen. Nicht fluchen, Vater. Gut sein mit euch. Der Vogel ist ausgeflogen. Was? Durchs Fenster. Hombre! Tun Sie uns das nicht an! Hombre! Das Frauenzimmer. Ich weiß. Ist das dein Geschmack? Wenn du erlaubst, schön ist sie. Ich sagte, die Liebe ist ein Horn, Scotty. Das verspreche ich dir. Ich glaube, ich bin ihr Typ. Komm. Hey, Pancho, sie ist meine Frau. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Aber so eine Frau lässt man doch nicht allein. Oder hat sie dir mal reingebissen, Scotty? Macht sie sowas? Ja, es hat wehgetan. Ich verstehe, und jetzt hast du Angst vor ihr, aber das macht nichts. Ich bin ja bei dir, Scotty. Na komm. Ich brauche das Salz. Eine Dame will gebeten werden. Bitte. Ich verstehe, dass Sie ihn gebissen haben, Flo, wenn er immer so unhöflich zu Ihnen war. Nun, Flo, wie war er denn am Anfang? Geil war er. Aber das stimmt nicht. Sie hat mich verführt. Ich hab dich verführt? Es war so, ich ging rein, bang, ging die Tür zu und sämtliche Lichter gingen aus und ich war in der Falle. Ich hoffe, er hat sich gebessert. Wie hat er sich denn später benommen? Geil wie am ersten Tag. Oh. Ich werde dir mal was sagen. Er lügt. Lassen Sie ihn doch ausreden. Diesmal war es ein anderes Haus. Es gehörte Ihrem Onkel Joe. Onkel Frank. Entschuldigung, natürlich Onkel Frank. Es war so, ich ging rein, bang, ging die Tür zu, sämtliche Lichter gingen aus und ich war in der Falle. Wisst ihr, möglicherweise war es zu früh für euch. Wie benimmt er sich denn gegenwärtig? Darüber sollte man reden. Ich benehme mich überhaupt nicht. Und du wirst es auch nie lernen, Sexkotz. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr geheiratet habt? Das war viel zu einfach ich im Grunde. Ich möchte meine Version erzählen. Oh, verwerflich ist, dass du warst, der das immer ausgemacht hat. Und du weißt es auch. Er ist jetzt dran, mein Hase. Wir sind wieder in Ihrem Haus.
Es war so, ich ging rein, Bang ging die Tür zu und alle Lichter. Das ist ja eine Geschichte für Vollidioten, verdammt nochmal! Er ist schuld an dem ganzen Mist, jawohl, weil er so blau war, dass er nicht mehr wusste, wo der Hammer hängt. Willst du das? Ich will jetzt was sagen! Bitte, meine Freunde, seid friedlich miteinander. Also, wie war die Nacht der ersten Liebe? Oh, ich hab schrecklich gefroren. Ich trug sie über die Schwelle. Rat mal, was passierte. Oh ja, bang, die Tür ging zu und auch sämtliche Lichter gingen aus. Was denn? Ich hab Schmerzen. Hä? Wieso Schmerzen? Wo? Oh, nein, nein, nein. Wo sitzt der Schmerz? Es ist mein Herz. Oh, bitte holt einen Doktor. Was für ein Schmerz, Pancho. Oh, Pancho. Es brennt so innen drinnen. Scotty, oh, helf mir. Wir bringen ihn auf sein Zimmer. Ja. Oh, ja. Wo tut's weh? Hier und hier. Ach, Herrje. Och, vorne, im Rücken. Es ist gewiss sein Herz. Ja. Bitte, Pancho. Geht raus. Geht raus, bitte. Danke. Amigos. Pancho. Adios. Scotty, bleib hier. Meine letzten Worte sind für dich, Scotty. Du wirst doch jetzt nicht sterben, Pancho. Oh. Widersprich ihm nicht. Bitte, Scotty. Wenn ich sterbe, musst du was für mich tun. Versprochen? Natürlich. Was soll's denn sein? Du legst Goyo für mich um. Goyo? Aber wo finde ich Goyo? Du wirst ihn finden und umlegen. Versprochen? Versprich es. Na los, versprich's ihm, hab dich nicht so. Ich versprech's dir, Pancho. Amigo. Oh. Sie liebt dich, Scotty. Und wenn ich tot bin, möchte ich, dass du ihr ein guter Ehemann wirst. Aber erst, wenn du Goyo getötet hast. Hast du schlimme Schmerzen? Es wird nicht mehr lange dauern, Scotty. Es ist der amerikanische Lieutenant, der abgehauen ist. Wir haben ihn verfolgt. Er wird die Amerikaner warnen. Dann wäre es wohl besser, wenn wir hier abhauen. Sie brauchen einen Arzt? Ja, bereitet alles vor. Sagen Sie mir die Wahrheit, Doktor. Wie lange noch? Ist es das Herz? Was denn sonst, du Trottel? Hören Sie sich das an. Gib her. Zwei Herzen. Ist sowas möglich? Hey, Moment mal, Doktor. Wollen Sie hier gleich anfangen, rumzusäbeln? Nein. Soll ich Ihnen was Wasser heiß machen? Eine Eidechse?
Der Herr hat keinen Arzt nötig, sondern frische Unterwäsche. Was der nötig hat, ist einfach eine Tracht Prügel. Hm. Doktor, ich war gerade dabei, die Regierung zu wechseln. Ich wechsle lieber die Regierung als die Unterwäsche. Und mit diesem Spruch werde ich Geschichte machen. Davon bin ich überzeugt. Aber vergessen Sie nie die Hygiene bei allem, was Sie tun. Deine Armee wartet. Soll ich den Männern sagen, du hattest nur vorübergehende Blähungen? Du Arsch. Lass sie doch in dem Glauben, dass ich tot bin. Ich möchte wissen, was sie tun. Ich verspreche dir einige blutige Überraschungen, Scotty. Wie geht es ihm, Doktor? Komm her. Jetzt müssen wir sauber und schnell arbeiten. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Das macht nichts. Aber ich kann ihn doch nicht einfach abstechen. Ich kann kein Blut sehen. Idiot. Also gut, ich mache dir einen Vorschlag. Sieh einfach nicht hin und denk an die Prämie. Los jetzt. Los. Tod. Aber er ist doch schon tot. Ein Messer macht sich in jedem Fall gut, verstehst du? Er sieht dann auch viel toter aus und darauf kommt's an. Der ist ja noch gar nicht kalt. Aber vielleicht. Der fasst sich an wie eine warme Semmel. Kitzel ihn mal. Also gut, pass auf. Ich werd's versuchen. Achtung. Wie viel Uhr ist es? Thank you.
Dort ist er. Es passierte in Washington vor 2 Tagen. Goyo bekam einen Herzanfall und war sofort tot. Oh nein, nein, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Es war Gottes Wille. Ich wollte dich doch so gern mit diesen meinen Händen umbringen. Welcher Idiot hat gesagt, dass du ein Held bist, Goyo? Er hat beschlossen, ihn zum Helden zu machen. Was tun Sie denn hier? In Columbus haben die Mexikaner mit Pancho Villa an der Spitze angegriffen. Pancho Villa. Bandi. Ja, mehr sind sie nicht, Bandi. Gemein und hinterfotzig. Lieber das Casino voll Nutten. Den Spind voller Filzläuse und die eigene Frau im Bett, aber keinen Kampf mit dem Banditenpack. Wir müssten sie einfach überlisten. Und dann macht's bumm. Alles klar? Pancho? Pancho? Sieh mal, was ich hier habe. Pancho? Ich glaube, die Amis füttern ihre Truthähne mit Eiscreme und Bananen.
Sieh mal, wie fett der ist. Hey, Pancho, wir müssen hier verschwinden. Wir müssen gehen. Und wohin? Nach Mexiko. Weißt du, dass ich hierher gekommen bin, um es ihnen heimzuzahlen? Für Agua Prietas, Carranza, Goyo. Ich wollte mich rächen für Texas und Arizona und Kalifornien. Wir wollen doch nicht böse werden, Pancho. Ich glaubte, du wärst wenigstens ein Feldherr, Pancho Villa. Vielleicht haben die Leute recht, wenn sie sagen, dass Villa nur ein billiger Bandit ist. Oh, und sie werden mich auslachen, wenn ich wiederkomme mit leeren Händen. Jeder in Mexiko, sogar die Leute in meiner Heimatstadt, werden über Villa lachen. Wo kann ich mich noch sehen lassen? Was wolltest du denn mitbringen? Ganz Texas? Keine Ahnung was. Ja, warum nicht ganz Texas? Habt ihr das gelesen? Das bin ich. Was steht denn da? Später. Komm, wir müssen los. Lies du, bitte. 9. März 1916, Columbus, New Mexico. Die Hauptstädte der Welt werden erschreckt sein, zu erfahren, dass Pancho Villa, dieser mutige, glorreiche und verwegene Führer der mexikanischen Revolution, der gewaltigen Macht aus dem Norden getrotzt hat. Ich bin eine lebende Legende. Der mutige und glorreiche. Der verwegene Führer der mexikanischen Revolution. Wir bleiben hier. Was? Möchtest du vielleicht, dass meine Leute glauben, dass Pancho Villa Angst hat vor der amerikanischen Armee? Es ist eine ganze Division. Eine Division, eine Armee, das ist mir scheißegal. Je mehr, desto besser. Pancho Villa besiegt die ganze amerikanische Armee. Das ist was, Cotti. Sie werden es erleben in Chihuahua. Hör zu, du Fremdenführer. Du hast uns bereits den ganzen Tag aufgehalten wegen diesem Goyo, der auch ohne dich in seinem Sarg schläft. Und nun möchtest du wohl, dass wir alle Wassersaufen gehen für deine Kackidee. Aber ohne mich, Amigo, mir reicht's. Scotty. Geh nicht. Du brauchst mich nicht mehr. Oh doch. Wozu? Damit du bei mir bist. Immer, wenn ich mich irre. Villa ist in der Nähe. Sehen Sie nicht, was hier vor sich geht, Lieutenant? Aber, Sir, Villas Zug ist ganz in der Nähe. Das wär's dann wohl, Lieutenant. Man befürchtet, dass Sie ganz in der Nähe sind, Sir. Wie lautet Ihr Name, Lieutenant? Lieutenant Eager, Sir. Ja. Bei Santa Rita kommen wir durch einen Pass. Genau diesen Pass werden wir blockieren. Dann verstecken wir uns in den Bergen ringsherum. Auf diese Weise zwingen wir Wilcox in die Falle und der Fisch zappelt im Netz. Nein, wir fahren weiter. Warum fahren wir plötzlich langsamer? Ich werde mich sofort darum kümmern, Pancho. Hör mal, Pancho, die Amis kommen uns entgegen, das weißt du doch. Und wir können nicht ausweichen. Es wäre vielleicht gut, wenn die uns ausweichen. Sonst gibt's einen großen Krach.
wäre mir schneller als dieser verdammte Zug. Wo ist Louis? Mach dich auf die Beine und sieh nach, wo der Krüppel steckt! Ist gut. Nein, nein! Spreng! Jetzt wird's lustig. Sau, volle Pulle! Colonel, wir sind uns einig. Aufhalten können wir sie nur in Santa Rita. Wir werden den Pass blockieren und unsere Männer auf beiden Seiten aufstellen. Wir muss anhalten und wir haben ihn in der Falle. Ach, reden Sie keinen Quatsch, sondern geben Sie Volldampf auf, dass wir Sie zermalmen. Colonel, wir können nicht ausweichen und wir kommen schnurstracks auf uns zu. Ja, er wird kommen. Colonel, sind Sie komplett verrückt? Wir werden zusammenkrachen, dass die Fetzen... Genau! Wir haben keine Chance! So geht das nicht, Gentlemen. Wir werden gewinnen. Sie müssen nur fest daran glauben. Mehr Dampf, Lieutenant. Ich will mehr Dampf! Warte hier. Ria! Und einmal pfeifen! Und einmal pfeifen! Pfeifen! Und zweimal pfeifen! So wird er uns töten! Tja, weißt du, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt springen, mein Alter. Thank you.
Wilcox, General Pershing kommt zu Ihnen. General Pershing kommt persönlich, um Sie zu besuchen, Colonel. Colonel Wilcox, ich habe hier die Tapferkeitsmedaille für Sie. Steht Ihnen gut, das Ding, Wilcox. So, Wilcox, und jetzt werde ich Ihnen mal was erzählen. Können Sie mich überhaupt hören? Gut, gut. Ich habe meinen Marschbefehl, Wilcox, vom Präsidenten der Vereinigten Staaten persönlich. Verfolgen Sie Villa nach Mexiko. Jagen Sie den Banditen ohne Rücksicht auf Verluste, General. Fangen und aufhängen. Das werde ich befolgen, Wilcox. Fangen und aufhängen. Das verspreche ich Ihnen. Konnten Sie mich überhaupt verstehen, Wilcox? Gut. Meiden Sie? Ach, ich weiß es. Wieso? Ich bin zwar heute Kellner, General, aber früher bin ich mit Villa geritten. Tatsächlich? Hm. Setzen Sie sich. Danke. Sie kennen ihn wirklich? Oh, wie mich selbst. Gut, gut. Wissen Sie, wenn man so einen Mann fangen will, dann muss man auch wissen, was für Angewohnheiten der Mann vielleicht hat. Wie heißen Sie eigentlich? Pancho. Sagen Sie mir, Pancho, welche Fehler hat er? Oh, ich würde sagen, keine. Er muss doch irgendwelche Schwächen haben. Nein. Oh, er kann weder lesen noch schreiben. Aber jeder mag ihn. Wunsch? Nein. Pancho! Wenn Sie Villa zufällig sehen sollten, Pancho, geben Sie ihm eine Nachricht von mir. Jeder Mann, der es zu was gebracht hat, war irgendwann mal ein Bandit. You will sigh and
did it all mean? Don't wait for that hour. Make the changes now, while there's a choice every day. We live a day to rejoice. Wake up, my weary friend. There's a new world to discover. You'll find the darkness ends when you make life your lover. The fruit you reap depends on the joy you uncover. We all start with a name, and we all end up the same. Learn to taste each moment and drink from the barrel, not from the straw. After all, my friends, what are we here for? Wake up, my weary friend. There's a new world to discover. You'll find the darkness ends when you make life your lover. The fruit you reap depends on the joy you uncover. We all start with a name, but we all end up the same.